In diesem Video geht es um Leistungsanpassung, nämlich um die Frage, wie bekommt man in diesem Widerstand hier die maximale Leistung rein? Beziehungsweise wie müssen RI und RL dazu gewählt werden? Dazu bestimmen wir zunächst mal UL. Das ist nämlich die Spannung, die wir überhaupt haben, mal RL durch RI plus RL. Und der Strom, der durch beide Widerstände fließt, hat die Stärke U mal 1 durch RI plus RL. Damit ist die Leistung PL natürlich UL mal I, nämlich gleich U Quadrat mal RL durch RI plus RL zum Quadrat. Um das Maximum zu bestimmen, müssen wir jetzt die Ableitung bilden, und zwar nach RL, und die muss 0 werden, denn da finden wir das lokale Maximum. So, U hat erstmal nichts damit zu tun, können wir abschreiben, und dann haben wir eine größere Klammer, die zwei einzelnen Produktterme abgeleitet, das ist einmal die 1 durch RI plus RL zum Quadrat. So, jetzt müssen wir noch den Nenner ableiten. Das ist minus 2, das ist nämlich der Exponent mal RL, am Zähler ist nichts geschehen, durch RI plus RL in Klammern hoch 3. Das, wie gesagt, soll gleich 0 sein. Wir können gleich feststellen, dass das U da wohl keine Rolle spielen wird. Hier wäre auch richtig. Und dann können wir das Quadrat hier wegmachen und hier bleibt ein 1 stehen, beziehungsweise hier müssen wir das ganz streichen und wir bekommen dann den einfacheren Ausdruck 1 minus 2 RL durch RI plus RL ist gleich 0. Das kann man leicht umformen in RI plus RL minus 2 RL, das ist ein R hier, ist gleich 0 und daraus folgt RL gleich RI. Und das ist das wichtige Ergebnis. Wir bekommen Leistungsanpassung, nämlich die maximale Leistung in die Last verbracht, wenn der Lastwiderstand gleich dem Innenwiderstand ist. Das klingt zunächst ein bisschen widersinnig. Es geht ja auch nicht um maximalen Wirkungsgrad, sehen wir gleich noch, sondern es geht um maximale Leistung. Und diese Leistung P max ist dann eben auch gerade U Quadrat mal 1 durch 4 RL. Wenn wir das Ganze erstmal vergleichen mit dem, was kann denn die Quelle eigentlich oder was gibt denn die Quelle eigentlich her, dann hätten wir ja hier eine Leerlaufspannung. Von ULL gleich U und einen Kurzschlussstrom. Kurzschlussstrom von IKS gleich U durch RI. Und wenn wir das zusammenbauen, dann würde jetzt hier so eine P0 oder P der Quelle meinetwegen bei rauskommen von ULL mal IKS. Und das ist gleich U Quadrat durch RI, beziehungsweise bei RI gleich RL ist das natürlich U Quadrat durch RL. So, und wir sehen hier, dass das hier nämlich auch gerade gleich ULL mal IKS Viertel an dem Arbeitspunkt ist. Und das ist vielleicht das wirklich Überraschende. Sie kriegen nur ein Viertel der Leistung, die diese Quelle irgendwie kann, an einen Innenwiderstand verbringen könnte, wenn sie kurz geschlossen wäre, daraus. So, der Wirkungsgrad, den sollten wir uns nochmal kurz angucken im Falle der Leistungsanpassung. Für RI gleich RL. Es ist ziemlich offensichtlich, dass PI gleich PL sein muss und daraus folgt dann natürlich, dass Eta gleich 50% ist. Also nur 50% der Leistung
die aus der Quelle rauskommt, wird wirklich in der Last umgesetzt. Die anderen 50% erwärmen das Ding hier. So, das kann man natürlich für andere Werte noch weiter treiben und das haben wir auch mal gemacht. Und dann findet man verschiedene Simulationen, nämlich zum Beispiel hier. Ganze noch ein bisschen größer gezogen, damit man es besser sehen kann. Hier ist aufgetragen das Verhältnis zwischen RI und RL, beziehungsweise RL und RI. Das Maximum wird erreicht bei RI und das ist hier gerade bei den 25%. Hier aufgetragen ist die Leistung und zwar bezogen auf Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom, also das, was im Falle des Kurzschlusses anstatt RL in dem Innenwiderstand umgesetzt werden würde. Und man sieht, dass natürlich 1, wenn wir hier den Kurzschluss haben. Und das fällt immer weiter ab, die Leistung, wenn der Widerstand RL größer wird. Das Maximum der Leistung, die in RL reinkommt, liegt hier bei genau 25% dessen, was man hier am Maximum bei Kurzschluss in den Innenwiderstand verbrauchen könnte. Die untere Kurve hier zeigt den Verlust, also letztlich die Energie, die in dem, die in dem Innenwiderstand verbraten wird und die ist am Leistungsanpassungspunkt genau der Leistung, die auch in der Last verbraucht wird. Die Differenz zwischen der Kurve und dem, was wir in der Last haben, nimmt immer weiter ab und damit nimmt der Wirkungsgrad immer weiter zu, ist 50% da an der Stelle, wo wir gerade die Leistungsanpassung haben. Über größere Bereiche gesehen, hier noch einmal, hier bis zum Zehnfachen. Im Verhältnis von RL zu RI, da kommen wir auf Wirkungsgrade von 90%, was selbstverständlich noch immer weiter steigt. Und um das mal kurz zu skizzieren, an welchen Stellen man denn hier eigentlich arbeiten würde, dann wäre man hier an der Stelle hier unterwegs, da in der Nachrichtentechnik. In einigen Fällen der Messtechnik, wenn nämlich Leistung sehr, sehr teuer ist und sehr schwierig zu erzeugen ist und man die Leistung auch unbedingt um zum Beispiel an eine Antenne abgeben muss oder an einen Sensor, von einem Sensor abziehen muss. In diesen Bereichen hier hinten, da wären wir in der Energietechnik unterwegs, denn da wollen wir hohe Wirkungsgrade hier, möglichst über 90%. Wir wollen ja nicht das Kraftwerk heizen, sondern wir wollen die Wohnungen heizen oder Licht oder sowas und Herde haben oder Bewegung erzeugen. So, damit ist kurz erklärt, was Leistungsanpassung ist und wie man das herleitet. Ich wünsche mit dem neu erworbenen Wissen viel Spaß.